Hallo, willkommen in Folge 19. Und hier werde ich jetzt mal ein paar Creeper schlachten. Da stand eben noch ein Skelett, jetzt ist da ein Creeper. Fuck, nein. Nein. Hey, weißt du? Da stand. Jetzt auch noch runter, oder? Jetzt steht da wieder ein Skelett! Ich will. Wow, das Skelett trifft dich und ich stehe einfach nur rum. Muss ich da jetzt hoch? Ich will nicht. Wo ist er? Hey, weißt du? Hier, ne? Komm schon, sei despawned, bitte, sei despawned. Sei despawned, sei nett und sei despawned. Bitte, es ist Weihnachten, sei despawned. Es ist noch nicht Weihnachten. Ja, danke. Hey, Flo. Ja? Hier stand ein Skelett, ne? Warte eben. Ja? Hier, guck mal. Hier stand ein Skelett. Was ist da alles? Ich geh hier hin, baue was ab, guck hier wieder um die Ecke, steht da kein Skelett mehr, sondern ein Creeper. Ja, hier sind ein paar Rohstoffe. Ach komm, ich baue mir noch eine Spitzhacke. Genau. Und Fackeln. Jetzt habe ich einen Stack und 5 Eisen. Es wird. Wo ist die ganze... Guck mal, wo ist die ganze Kohle hin? Zweite Steinspitzhacke kaputt. So. Oh, und los geht's. Mal, wie lange ich diesen Spruch nicht mehr gesagt habe, das ist unglaublich. Hast du den schon mal gesagt? Ja, den habe ich damals... Ich habe jeden Tag mindestens 5-mal gesagt. Ich habe immer gesagt, oh, und los geht's. Und dann habe ich jetzt so wenig gesagt in der letzten Zeit. Letzten Zeit, 5 Jahre. Ja. Also soll ich hier alles abbauen? Also seit ungefähr 4 Jahren kennen wir uns. Oder 4,5. Aber du oder hast den Spruch auch schon mal gehört von mir, glaube ich. Na, ich höre dir nicht so oft zu. Also. Von daher. Nicht, dass ich dir nicht zuhören würde. Das ist ein bisschen größer. Toll, da ist schon eine Fackel. Ich bin im Kreis gelaufen. Oh, Zombie. Wow. Alter, wie viele Vorkommen hier sind mit nur einem Eisen, ne? Ey, das wäre jetzt witzig, wenn ich Diamanten finden würde. Ah, ich habe einen Creeper gefunden. Los, lauf in die Lava. Das macht er nicht. Nee, die KI ist zu gut. Er hat's gemacht. Er ist in die Lava gelaufen. Wow. Haben wir da runtergepatcht. Boah, ja, noch eine Höhlengabelung, ey. Ich krieg einen zu viel. Aber nur ein. Ja, ich hab einen Glühwein zu viel getrunken. Oder einen Punsch. Ey, wow. Sonst, damals, ne?
ich sag jetzt nicht damals, weil das Grundschulzeit war oder sowas, ne? Da war das bei mir meistens so, dass die Freunde um 3 gekommen sind und um 6 nach Hause gefahren sind, ne? Mhm. So, da hatten wir ungefähr, also da waren das so circa 3 Stunden, die man Zeit hatte zu spielen, ne? Mhm. Wir haben die Uhr jetzt 5 und wir haben noch 4 Stunden zum Spielen. Also zum Spielen, Aufnehmen und was man sonst noch so macht. Jetzt gerade aufnehmen. Und was man sonst noch so macht, kann man falsch verstehen. Weihnachtsmusik. Das hört sich an wie Imagine Dragons. So, das war das. Hier hinten ist auch nichts mehr. War's das? Ich habe gerade mal ein Fünftel oder sowas von dem, was hier ist. Hier ist noch Kohle. Bei mir zu Hause wäre es jetzt auch richtig gemütlich zu spielen. Jetzt, wo es alles neu gestrichen ist und so. Mhm. Und ich endlich nicht mehr mitten im Raum sitze. Ja, zwei Skelette. Ja, besser als 2 Creeper. Oh, ein Bogen. Alter, guck mal, der ist halb heil. Oder halb kaputt. Halb kaputt ist schlechter. Eigentlich kein Stück, aber auch egal. Aber es hört sich schlechter an. Oh, die Musik ist sowas von genial. Das ist so leichte Musik, so. Ganz entspannende, richtig, richtig geile Weihnachtsmusik. Und hierzu jetzt noch eine richtig geile Moderation dazu in einer wunderschönen Weihnachtsfolge, wo ich hier gerade auf einen anderen Höhlenteil gestoßen bin. Und wir sind natürlich wieder ganz gespannt, was uns hier als nächstes erwartet. Ich kann jetzt hier wieder einmal runtergehen und dann haben wir hier noch das nächste coole Vorkommen. Und jetzt geht's weiter, jetzt haben wir wieder Spaß. Ich habe da doch keinen Bogen gesehen. Ich dachte schon, ich hätte da gerade einen Bogen gesehen. Hier fliegen auf jeden Fall diese scheiß Fledermäuse rum, die mich nerven. Aber wir haben Weihnachten und deswegen soll ich das nicht weiter stören. Wir haben noch kein Weihnachten. Wir haben die Vorweihnachtszeit und deswegen soll ich das nicht weiter stören. Wenn ihr was von Aufrunden gehört, ich runde die Tage gerade auf. Das sind ein bisschen viele Tage. Nun ja, 2 Wochen. Ja, sind ein paar viele. Nun ja, nen ja. Könnte man ver. Oh, Spawner. Stehen, wollte ich noch sagen. Und da stand denn. Und dann stand da eine Spinne. Weißt du, Skelett-Spawner? Da ist kein Skelett, sondern eine Spinne. Logik? Yay, Eisen. Federrüstung. Und eine Schallplatte. Federrüstung. Cat. Federrüstung. Oh, Cat ist, glaube ich, meine Lieblingsschallplatte. Ja, ich habe bei Minecraft eine Lieblingsschallplatte. Ich auch. Ich weiß nicht, wie die heißt. Man müsste die doch mal irgendwie craften können, die Schallplatten. Ja gut, aber wie willst du das machen? Keine Ahnung, Tonstudio bauen oder sowas. Ja, kannst du Platten selbst aufnehmen. Und ich wünsche, dieses Lied würde nie aufhören zu spielen. Ich lasse jetzt mal extra alle Diorit und Andesite und Granit vorkommen, genau. Lasse ich jetzt mal alle zurück, weil meine Mentale sowas von schnell voll wäre. Ich auch. Ich lasse sie auch alle zurück. Oh, mir fällt das gar nicht auf, dass ich Hunger kriege, weil ich nie renne hier. Mir fällt das die ganze Zeit auch nicht auf. Mir fällt das immer bloß dann auf, wenn ich nicht mehr rennen kann. Ich habe gerade hingeguckt.
So, ein bisschen Zuckerrohr essen. Oder er gesagt Zuckerstangen. Ja, ist eigentlich Zuckerrohr, ne? Hm. Ein Zuckerrohr oder eine Stange? Das ist eigentlich ziemlich das Gleiche. Könnten Sie bitte die Stange wechseln? Weißt du noch aus welchem Film? Nein. Fuck you, Goethe. Nein. Doch, da kommt das her. Ja, ich weiß es aber nicht. Oh, guck mal, da oben schwimmt ein Creeper. Ich glaub, da ist ein Enderman. Ich glaube, den Spawner lasse ich mal hier, weil es bis dahin nicht so ein langer Weg ist. Da könnte man gut eine Monsterfalle draus machen. Ist das kein langer Weg? Boah. Nein, also nicht so lang. Diese scheiß Fledermäuse. Nicht so lang wie bis zu manchen anderen Spawnern. Deswegen lasse ich den jetzt einfach mal. Fledermäuse, ich werde die umbringen. Tust doch. Ich treffe die aber nie. Dann treff sie doch. Hä? War ich da hinten? Oder hier? Warst du hier? Achso, hier. Hm? Nee, das ist. Das ist Lava. Ich wollte gerade sagen, war ich hier? Also, ich war da nicht. Ja! Nein. Die Fledermaus brannte. Also, jetzt ist aber mal gut. Jetzt, ich finde das nicht mehr schön. Also, es ist inakzeptabel. Oh. Ich mag die Fledermäuse, die regen mich auf. Meine Güte, ich will doch nur ein bisschen was finden hier. Den Schrecken des Lebens. Ach, lieber, es war meine Ex. Ich habe jetzt circa 1,5 Stacks Eisen. Und du? 35. Stacks. Die passen zwar gar nicht ins Inventar. Oh. Nee. Die passen zwar gar nicht ins Inventar rein, aber auch egal. Doch, man hat doch 36 oder? Sachen frei. Ja, doch. Passt gerade so eben. Ach ja, hier. Was kommt an, Skelett? Weißt du, sonst in der Höhle immer nur Zombies. Jetzt kein einziger Zombie. Doch, ich habe schon ein paar gehabt. Ich nicht. Boah, jetzt geht das hier wieder hoch. Ich will runter. Oh, hier sieht es schön aus. Wie viel Wasser hier auch ist, ne? Und bei mir kommt das dadurch, weil über mir Wasser ist. Generell. Ja, Meer. Also hier ist auch recht viel Wasser. Da, wo ich gerade hochschwimme. Ich habe hier drei Wasserflüsse gehabt, die in das Loch reinführten. Einen konnte ich zubauen und die anderen kamen aus dem Meer oder so. Boah, ey. Ich hatte einen aus dem Meer. Die kriegst du aber so schlecht zugebaut, ne? Na ja, gut, hier ging's. Alter, willst du mich verarschen? Jetzt bin ich an der Oberfläche. Ich will runter. Das ist meine Höhlentour, ey. Das ist eine Scheiße. Nee, eine Höhlentour. Ach so. Jetzt bist du aufgeklärt. Ja. Passiert ich sonst immer nur in Sexualkunde. Was? Passiert sonst immer nur in Sexualkunde. Das war ein tolles Thema heute an der Bushaltestelle, ne? Ach ja, das kommt von da oben, klar. Da willst du nicht drauf eingehen, was ich gerade gesagt habe, ne? Ach so, das, Ja! Oh, ja! Ich meine, du findest es ja nicht so toll, aber... Nein, wirklich nicht. Ich sag jetzt...
Nicht was? Ja, ich habe kein Holz mit. Wie das jetzt rauskam. Ja. Passt ein bisschen zum Thema. Da ist die Kohlevorkommen immer so groß sind. Ja. Irgendwie nervt das ein bisschen. Alter, ich brauche Holz. Wie man immer denkt, wenn man so bestimmte Kohleblöcke sieht, ne, wo man dann so denkt, bitte sei jetzt vorbei und dahinter geht es doch noch weiter. Ne? Ja. Das ist genau wie bei Diorit oder so. Ja. Da denkt man auch, bitte geh zu Ende. Du liebes Vorkommen. Und wenn man es braucht, komm schon, komm schon, komm schon. Nein, es geht nicht weiter. Also du musst wirklich gucken, okay, ich brauche Diorit. Da musst du nur Granit abbauen, weil da findest du tonnenweise Granit. Wenn du Granit brauchst, dann verbrauchst du das Granit und suchst Diorit. Könnte ich da einen Diamanten finden? Bäh. Ach, der Zombie findet ja. Na guck mal, wenigstens einer, der mir antwortet. Siehst du, was wir machen müssen? Ha. Ja, hier ist noch eine Höhle drüber. Ist gut, Zombie, ich weiß das. Ich weiß gar nicht, ob man das eigentlich im Video hört. Dass ich glaube nicht. Von dir. Ich meine, es kann sein, aber... Ganz leise vielleicht. Ja. Dann wird man auch die ganze Zeit das Ploppen hören. Da geht's auch noch wieder runter. Ist richtig geil hier. Weißt du, die ganze Zeit... Oh nee, da ist noch eine Abzweigung. Ah, da geht's auch noch wieder runter. Ist ja richtig geil hier. Kannst du nicht mal entscheiden? Ja, weil sonst sind die Abzweigungen immer so gerade. Und da gehen die Abzweigungen alle nach unten. Und wenn sie nach unten gehen, dann ist die Chance sehr hoch, Diamanten zu finden. Du magst es lieber kurvig, ne? Ja. Ja, hallo, wenn nicht, eckig ist doch kacke. Deswegen spielen wir noch Minecraft. Das ist eine Logik. Und es spielt gar keine Frauen mit. Nichts gegen die Frauen. Und ich wollte gerade in die Kamera gucken, aber das ist keine. Du hast Kameraentzug. Ja. Boah! Als Kameramann ist das schlimm. Der hat mich nicht gesehen. Gerade so. Gerade voll so. Die war nicht erst da. Wo muss ich lang? Hier. Glaube ich. Ja, hier muss ich lang. Bin ich nicht. Ich bin doch irgendwo hochgeschwommen. Ah, geil. Ich bin jetzt hier oben und kann jetzt die Lava ausschalten. Klick. Da brennt ein Skelett. Irgendwo. Kam ich hier hinten her? Wie war der? Hier? Hier kam ich her. Von weit, weit kam ich her. Und seht, es weihnachtet sehr. Oh, Eisen. Ich weiß nicht mehr, wo ich herkam. Naja, egal. Ich baue das hier unten einfach mal alles also ab. Alter, wie viele Zombies sterben hier gerade in Lava irgendwo? Nicht Zombies, Monster. Also, unter anderem Zombies. Ich baue jetzt einfach alles ab, was mir hier in den Weg kommt. Und dann... Alter, ich bin voll. Oh, ich habe einen Pfeil. Und 2 Stacks und 20 Eisen. Sehr gut. So, jetzt bin ich wieder hier. Wo ging's jetzt in die Höhle? Und die Leute, da hab ich die Fackel abgebaut. Hier runter? Hier ging's nach draußen. Boah, Zombie. Hier habe ich Rohstoffe abgebaut. Ich bin auch irgendwo hochgeschwommen und da, wo ich hochgeschwommen bin, ging's noch weiter. Da will ich jetzt wieder hin.
Tür wieder nach da hinten hin, wo es zweimal runterging. Aber ich habe keine Fackel mehr, deswegen kann ich nicht mehr alles ausleuchten. Hier ist der. Hä? Ich hab mich verlaufen. Und wenn du dich verlaufen hast, ne? Du läufst ja immer im Kreis, egal wo du hinläufst, du läufst im Kreis. Boah. Aber das ist schön. Der Zombie läuft einmal um mich rum, um dann runterzugehen. Alter, ich bin immer noch so dicht an der Oberfläche. Hier ist jetzt schon wieder Erde. Ey, ich bin nur durch Kohle von Level 30 oder... Ja, von Level 31 auf 33 aufgestiegen. Ich meine, das sind jetzt nur zwei Level, aber... Ich nur durch Kohle 8 Level aufgestiegen. Aber du musst mal überlegen, umso höher du kommst, umso schwerer wird es, Level aufzusteigen. Ja. Das weißt du ja selber. Das ist ja auch bei jedem Rollenspiel so. Mhm. Warte. Ich habe keinen Platz mehr für Kohle. Ich habe 4 Stacks Kohle voll. Ich schmeiß jetzt mal Diorit weg, ey. Davon findet man eh so viel. Kann ich irgendwann anders noch farmen. Stark ist doch. Danke. Ja, genau. Ja, richtig. Oh, oh, fuck it. Nein, 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 nein. Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Sehr schlau, mich hier unten hinzustellen. Lass mich. Lass mich doch einfach in Ruhe. Boah, ey, die Kohle. Ist das gerade bei dir? Was? Die Musik. Ah ne, ist bei mir. Boah. Ich hab Musik aus. Oh, ich hab einen Hasen getötet gerade. Aus Reflex, weil ich dachte, das wäre ein Monster. Sah der süße Hase so böse aus. Ja, sorry. Ey, wo bin ich denn hergekommen? Hier. Glaube ich. Ich bin wieder am Anfang, wo ich die Mine runtergegraben habe. Oh, der geht so wie der Beta-LP in Varo. Aber, hä? Hä? Jetzt check ich gar nichts mehr. Ich würde mich ja mal kurz hochbauen, weil ich mir mal Holz zu holen. Ich bin hier durchgegangen, dann bin ich hier lang. Dann bin ich hier lang. Geil. Das ist richtig geil. Ey, guck mal. Hier habe ich abgebaut, da hinten bin ich reingegangen und hier bin ich rausgekommen. Super. Das finde ich aber richtig geil jetzt. Naja, aber in der nächsten Folge geht es weiter und dann werde ich mal gucken, ob ich die Stelle wieder finde. Ich hoffe mal, ich finde die Stelle wieder. Wenn ich die Stelle nicht wieder finde, dann gehe ich immer am anderen Eingang wieder rein und werde halt von da wieder zurück zu der Stelle hingehen. Yep. So. Genug von Verletzungen geredet. Ich habe mir gerade was gebrochen. Ist mir doch egal. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge und dann mal gucken, ob ich dann die Stelle wieder finde. Also, tschüss. Tschüss.